So, es geht weiter mit der letzten Frage für heute, der letzten Aufgabe für heute. Fabiano, wenn du Coconas Essen vergiftest und danach den Titan Mode aktivierst, hast du danach ihre riesen Lunchbox auf dem Boden. Du kannst sie am besten auf dem Dach beim Sterben zusehen. Und dann habe ich mir noch was in Klammern geschrieben. Ich muss wirklich zugeben, das ist wieder was, was ich schon bei anderen YouTuber gesehen habe. Ich habe irgendwann aufgehört, mir andere Videos anzugucken. Schweren Herzens, weil ich die auch immer ganz interessant fand und dann auch immer die Sachen mit ins Let's Play übernehmen wollte. Aber ich wollte halt nicht das, was andere YouTuber haben, wollte ich halt dann nicht eins... Ich wollte es nicht kopieren. Natürlich schreibt ihr mehr Sachen ins Formular, die auch andere YouTuber haben. Es ist doch ganz normal. Aber, ich selber möchte einfach nicht, die Gefahr ist zu groß, dass ich dann wirklich nur den Content übernehme und das ist so doof. Ich möchte schon, dass wir und vor allem ich ganz kreativ sind und das, was mir am wichtigsten ist, ich möchte überrascht sein. Ich möchte was total toll finden, wenn es funktioniert und auch selber Sachen rausfinden. Deswegen, ich habe es auf den Thumbnail gesehen und ich habe auch das Video gesehen. Ich hoffe, ich mache es jetzt auch richtig. Und zwar ist das bei den lieben Cups. Das ist der einzige, Genau, ich hatte dann noch einen anderen, aber ich gucke... der eine ist Amerikaner, der andere Kanadier. Ich weiß überhaupt gar nicht. Es gibt ja sau viele andere Let's Plays auf... Toll, es guckt keiner mehr bei mir. Nein, aber sau viele andere Let's Plays hier auf YouTube. Und Cups ist da mein Liebster, muss ich sagen. Und ich würde jetzt das machen. Und dann möchte ich aber noch das Gleiche mit einer anderen Idee machen. So in etwa in der Art. Wir brauchen auf jeden Fall den Montag dafür. Nee, Quatsch. Den Montag brauchen wir für meine Sache. Wir brauchen den Mittwoch dafür. Dann gehe ich jetzt hier hin. Und da, warte mal. Ah, stimmt ja. Ich muss das nicht machen, aber ich kann es machen. Warte mal, das kriege ich noch irgendwie ganz schnell hin. Das schaffe ich noch. Wo ist der verdammte Chemieraum? Warte mal. Ist das da hier vorne schon? Ja, das hier. Und kommen ihr mal zuvor. So, Coconut müsste ja am Mittwoch. Ich weiß, also ich... Die Zeit nicht, vertue mich immer. Aber wir hatten ja heute schon, also in vorherigen Folgen schon den Bug, dass Coconut Senpai angebetet hat, der aber überhaupt gar nicht da war. Aber es müsste eigentlich jetzt alles so richtig sein. Sie müsste unterwegs sein. Ich habe kein Foto von ihr, oder? Habe ich ein Foto von der lieben Coconut? Nö. Ist die schon tot? Scheiße. Stimmt ja. Ich glaube, die ist tot. Aber ich habe doch immer wieder neue... Ich habe doch immer wieder einen neuen Tag gemacht. Habe ich Coconut aus Versehen tot gemacht? Senpai? Kannst du mir jetzt mal sagen, ich habe Coconut getötet, ne? Ich glaube, ich habe Coconut getötet. Nein, nein, nein! Oh, da ist sie! Here he is. Oh, juhu! Oh, Coconut. So. Oh, Senpai. When will you notice how I feel about you? Niemals! Okay. I've made up my mind. Okay. Wo ist sie? Da ist sie. Okay, jetzt isst sie ihr Essen. Und jetzt mache ich den hier. Ah! Ah, wie schön. So. Gucken wir uns das mal an. Coconut geht es nicht gut nach dem Essen. Das ist jetzt so ein kleiner Nebeneffekt. Und da fliegt es... Wir schnappen uns das gleich. Das ist so geil, dass das Essen so groß wird. Da fliegt sie direkt rum. Okay, alles klar. Das, was wir jetzt haben, ist ein überdimensional großes Bento. Das ist so süß. Entschuldigung. Ich finde das so... Oh, habt ihr das gesehen? Nee, komm, komm. Ja, oh, ich stehe drauf. Oh, wie geil ist das denn? Oh, scheiße, warte, warte. Oh, na, warte mal. Warte. Oh, wie geil ist das denn? Warte mal, okay. Ich muss hier drauf... Ich möchte natürlich ein wunderschönes Bild davon haben. Ich bin ja echt so bildersüchtig hier. Nein! Oh, Coconut macht keinen Scheiß. Das so? Ja, 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 ja! Das ist eine Treppe! Cool! Ich freue mich! Das ist sehr geil! Das ist wirklich sehr cool!
Ja. Ich bin auf jeden Fall... Warte mal, kann ich so? Boah. Ich muss sagen, die Portion ist auf jeden Fall schon mal perfekt für mich. Also ich wäre jetzt wirklich sehr happy, wenn ich das haben würde. Aber ich habe es leider nicht. Aber ich habe noch Edamame im Kühlschrank. Freue ich mich gerade. Und Kimchi. So, jetzt ist natürlich die Frage, klappt das denn auch mit dem Teller und den Oktopoden, wenn sie das macht? Ich meine, das würde sie nur am Montag machen. Das heißt, ich muss ja einfach nur in die Klasse gehen, kurz meine Unterhose zeigen, den hier machen. Oh mein Gott, ich nehme ja doch schon ein ganzes Weilchen heute auf. Ich mag Yandere Simulator sehr. Und ich mag diese Community-Sachen wirklich sehr. Gut, Lunchtime. Oder geht sie oben hin? Was? Nee, warte, ich brauch noch einmal. Ich muss das noch einmal machen. Ich bin gerade nicht wirklich konzentriert. Es tut mir leid. Auf in den Cooking Club. Zack. Okay. Und dann warten wir mal. Oh, wow, wow, wow. Ich verstehe nicht, wieso es in dieser Version immer so ruckelt. Weil ich habe das schon letztens auf... Die Qualität ist natürlich die höchste. Und ich habe es letztens auch schon auf Yandere gestellt. Sag mal, Yandere. Wird es nicht eigentlich Yandere ausgesprochen? Ich sag mal Yandere. Ich mag sie. Ich weiß nicht warum. Ich habe mich und Oka. Ich habe mich echt in eine Charaktere so verliebt. Und der größte, der Charakter, den ich am meisten hasse, ist Senpai. Nicht mal Kokona, sondern Senpai. Aber ich mag Kokona auch. Ich mag die. Aber in Zukunft soll es wohl so sein, dass man Kokona... Ich find's lustig, die Mikrowelle. Da wird man bestimmt auch noch irgendwas mitmachen können. Mokona soll less likable sein. Also die soll wohl unsympathischer sein. Da fängt's an. Aha, ja. Minus, minus, minus. Wow, so viele Frames. Ich habe hier übrigens so einen Zopf. Oh, man sieht das die ganze Zeit gar nicht, leider. Aber ich habe hier hinten so einen Zopf wie unsere Liebe hier. Schnarch, schnarch. Da kommt sie, da kommt... Ah, da ist der Stargast. Ja, dann mach mal deine Dinger da. Und ich warte natürlich, bis sie fertig ist. Stopp. Ja. Du bist sehr fleißig. Sag mal. So, jetzt aber. Okay. So. Haben wir denn jetzt auch einen großen Teller? Das kann ich mir eigentlich hier oben angucken. Da vorne ist Kokona. Scheiben. Ich sehe den Teller nicht. Okay, ich muss eine Etage tiefer. Oder sehen wir den Teller hier oben? Es wäre natürlich auch lustig, wenn sie den kleinen Teller noch hätte. Aber wenn ich sie töte, müsste sie eigentlich den Teller fallen lassen. Ich wollte schon immer mal zwischen deinen Brüsten sein. Kann ich einmal... Nein? Okay. Mal eine Etage tiefer. Wir gehen in diesen Raum hier. Und sehen einen riesengroßen Teller. Okay. Ich will den Teller nehmen. Kann ich den Teller nehmen? Wahrscheinlich nicht. Hat jemand von euch hier vielleicht irgendwie... Warte mal. Warte. Hier. So. Kokona ist da hinten. Ich muss noch mal kurz nach hinten. Ich muss wahrscheinlich nach ganz unten in den Cooking Club, um sie zu töten. Ich probiere es trotzdem mal hier. Ah, es geht hier auch. Super. Oh, ich will drauf surfen! Ich will drauf surfen! Oh, wie geil ist das denn? Oh, cool. Oh, schade, dass es jetzt nicht mehr geht. Okay, auch hier wieder ein wunderschönes Foto. Oh Gott! Oh, wie geil ist das denn? Das funktioniert tatsächlich! Hi! Na, ihr! Oh, wie geil ist das? Ich bin... Sorry, aber sowas freue ich immer sehr. Das sind meine neuen Freunde. Oh, ist das schön! Oh Gott, wie süß die einfach sind! Cool! Oh ja. Oh, wie detailliert das doch ist. Guck mal, sieht man das mal richtig. Cool. Ich finde das echt... Oh Gott, womit kann man das noch machen? Wenn ihr Ideen habt, ne, gerne ins Formular. Bitte ins Formular schreiben.
Am besten immer so Sachen davor schreiben wie Title Mode Doppelpunkt. Also Title Mode in Caps und Doppelpunkt und dann das, was ihr mir... Ja, ich habe mich gerade angespuckt, weil ich so happy bin. Cool. Das ist... Mann, ich bin so verdammt happy gerade. Das ist so geil, dass das alles funktioniert hat. So, danke, Kokona. Ich wünsche gerade, ich könnte springen. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Ich will's, aber... Na, das wird nicht funktionieren, glaube ich. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Wir haben Montag, ne? Mhm. Ich bin jetzt gerade ja noch in einem Club, deswegen kann ich... In welchem Club war ich denn jetzt zur Hölle? Ich hab's vergessen. So, das ist falsch. Meeting Room. Was die wohl da machen? Welchen Club war ich nochmal? Garden Club, Sport Club. Ich hab's total vergessen, aber kann ich hier joinen? You are already. Ja, in welchen denn? Ich hab's vergessen. Ist ja erst irgendwie 20 Minuten her oder so. Reset ohne Progress. Müsste eigentlich klappen. So. Dann nehmen wir mal R, wir nehmen S. Und ich joine einmal den Cooking Club. Ich glaube nicht, dass der Teller, den ich halt nehme, weil ich werde ja nicht zum Titan, aber irgendwie habe ich trotzdem Bock, es zu versuchen. Weil warum denn nicht? Ist ja nicht schlimm. So. Einfach nur, um es zu versuchen. Boah, ist das lustig. So. Greetings. Join Club. Ja. Das ist super. Kann ich das jetzt schon machen? Ja! Okay. Dann gucken wir mal. Ich mache das natürlich erst, wenn wir damit fertig sind. Und ich finde die Animation immer total schön. Ich habe übrigens letztens mir auch so Mini-Würstchen geholt. Das hört sich doof an. Hier, Mini-Würstchen-Kette. Und habe versucht, die nachzumachen. Und es war nicht so. Aber ich möchte mir auch mal so richtig schönes Bento machen. Guck mal, bei mir geht das viel schneller. Viel cooler bin. So. Ich könnte halt, während ich einen Schüler eingebe, könnte ich den Titan-Mode aktivieren. Dann haben wir noch eine größere Chance, irgendwie wenigstens eins von den Teilen groß zu kriegen. Ich warte mal. Saki vielleicht? Ja. Okay, das geht leider nicht. Ah, Mann. Ich bin ganz alleine damit. Oh, Mann. Das funktioniert leider nicht. Aber ich hatte ja gerade noch gesagt, dass wir einmal, War hier irgendwas Neues? Weil irgendwie kam, ja, und wenn sie das ausprobiert, dann wird sie bestimmt... Hier war ja nichts Neues. Es ist immer noch so wie vorher. Ja, es ist immer noch so wie vorher. An sich weiß ich jetzt auch gar nicht, ob es Neuerungen bei den Easter Eggs gibt. Cyborg... Scheiße, der ist neu! Wie geil ist das denn? Oh yeah, ich hab leider mein Ding hier noch auf dem Kopf, aber was soll's. Yeah! Boah, wie geil! Huch! Ne, warte. Ne. Das möchte ich bitte komplett... Ich möchte dieses Ding hier nicht auf dem Kopf haben. Wie geil ist das denn? Guck mal, boah, wie cool! Okay. Ohne Schwert. Okay, ohne Schwert machen wir einfach nur. Okay. Ach so. Was? Boah, wie krass ist das denn? Ich hab das beinahe total übersehen. Boah, was ist das denn? Hi! Oh, wie krass ist das bitte? Hi! Ey, das ist so übel. Warte mal. Warte. Den hier? War hier oben. Okay, warte. Oh nein, was habe ich gemacht? Boah, wie krass das aussieht auch. Nein. Scheiße, ich brauche mein Schwert. Okay, warte. Nein.
Nein, das ist auch noch nicht. Okay. Okay, wo bin ich? Da ist Semper irgendwie, da bin ich. Ah, das ist echt schwierig dann immer mit der Steuerung. Yeah, was geht ab? Ey, wo sind die Leute? Ich brauch die Leute! Kokona, wo sind die Leute? Scheiße, ich brauch die Leute, verdammt nochmal. Boah, wie geil sieht das denn bitte aus? Hammer. Boah, ich mach das nochmal. Ich mach das nochmal. Entschuldigung. Das ist so krass einfach. So, jetzt kommen die ja erst. Das ist ganz gut, deswegen kann ich hier die Kamera, die ich leider halt nicht sehe. So, nein, das ist zu viel. So, okay, das ist gut. Ah, yeah. Yeah! Mein Schwert. Na, Leute? Guck mal da! Du entkommst mir nicht. Ihr wartet da, hier. Oh, wie Coco da schreit einfach. Nein! Bleib hier! Hä, wieso kann ich bei ihr nichts machen? Oh! Der Modus ist auf jeden Fall verdammt episch. Was ist das denn? Yeah! Krass. Okay, ich war das übrigens nicht. Wer war das denn? Das ist ja... Was ist das denn hier? Das ist ja... Das geht ja mal gar nicht. Oh, ich brauche das hier. Wo ist mein Schwert? No, ich habe mein Schwert fallen gelassen. Ich meine, ich brauche mein Energieschwert unbedingt. So. Lass es mal hier fallen. Ich möchte einfach einen schönen Blick auf die Sachen haben. So. Warte. So, jetzt komme ich angerannt. Oh, yeah. Oh Gott, ich weiß nicht, wo ich bin. No, wo bin ich? Ah, hier. Boah, sieht das krass aus. Wer, was denn? Was denn? Wer denn? Wo denn? Was? Ich verstehe nicht, was los ist. Ich habe auch gar nichts getan. Hammer! Wieder zurück. Kann ich ja nicht aus so einem First-Person-Mode? Guck mal, wie nah ich rangehen kann. Nee, okay. Oh yeah. Boah, wie episch sie einfach aussieht. Wie episch! Ich will nochmal. Ich schwöre, wir machen gleich mit dem anderen. Wir machen gleich mit dem anderen Modus weiter. Aber ich einfach nur, sie sieht so verdammt episch aus. Auch wie sie läuft, die Animation. Guck mal, wie geil. Hammer. Na, wer will? Wer will? So, wenn Semper jetzt hier hinkommt, ne? Oh, Semper, du bist so ein Arschloch. Entschuldigung, aber ist er wirklich. Aha, du auch nicht? Du? Yeah! Saki, du auch? Jo, auf jeden Fall krasse Sache. Und ich würde sagen, wir gucken uns mal das andere Easter Egg an. Es wird wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob es nochmal extra Folge ist oder so. Es wird wahrscheinlich eine Easter Egg Folge. Also Ebola ist neu. Bedtime Mode Pan. Das kennen wir schon alles. Das ist Bancho, Hateful Cyborg ist der neu. Falcon Mode. Hier ist auch nichts Neues. Außer ich finde es echt gut, dass die Musik da angezeigt wird. Ansonsten, Ebola ist halt noch neu und ansonsten haben wir die alle. Aber was kann sie denn? Was kann sie? Außer Krankheiten verbreiten wahrscheinlich. Das ist ja alles ganz toll. Na, wer will? Nicht alle Easter Eggs haben halt irgendwie eine spezielle Fähigkeit. Hier ist der Ball. Ach, oh, okay. Oh, wie fies ist das denn? Ich bin eine Krankheit, oh Gott. Ey. Senpai ist in seiner Aura wiedergefallen. Ah, ist so ein Arsch. Also ich muss hier einfach nur durchlaufen.
Weißt du, ich bin. Wir nennen es nicht Ebola-Chan, wir nennen es einfach. Ich stinke zu sehr. Hier, stinke, riech mal. Oh Gott. Ich habe mich 1 Million Jahre nicht gewaschen. Ich habe gepupst. Ich habe Knoblauch gegessen. Oh, Scheiben. Ja, so kannst du es auf jeden Fall auch machen. Ich habe Knoblauch gegessen. Das finde ich total gut. Na? Hihihi. Hahaha. Bleib hier. Boah, es ist doch so übel, wie das mit den Haaren aussieht. Das sieht einfach so richtig nach Krankheit aus. Oh. Was ist denn mit der Lehrerin? Hi. Nicht gut? Ich würde sagen, ich nehme sie mal mit. Aber ich glaube, so kannst du echt ganz leicht alle in der Schule. Du musst ja einfach nur. Das ist ja der Hammer. Ich habe mir heute morgen die Zähne nicht geputzt. Axe. Der neue Duft. Jetzt auch für sie. Ich bin so allein hier. Boah, ist das gruselig. Ich weiß nicht wieso. Ich finde es super gruselig. Und ich muss Midori. Also, Midori ist ja so eine. Ich habe die schon immer gemocht. Ich wollte ihr schon immer meine Liebe gestehen. Leider habe ich das Problem, dass ich halt. Nein, ich habe dieses kleine Hygieneproblem. Und ich habe einen furchtbaren Husten. Aber jetzt sage ich es dir endlich. Warte. Midori. Ich liebe dich. Liebst du mich auch? Oh, verdammt. Das war nicht so gut. Ja, also das sind ja lustige Sachen, die hier passieren. Also interessante Community-Folgen schon wieder. Und ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Ich glaube, wir machen mal. Also irgendwie ist die Musik super gruselig. Erinnert mich alles so ein bisschen von der Stimmung her an der Lavender Town von Pokémon. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in den nächsten Folgen wieder. Ich bin jetzt schon wieder gespannt, was in dem Formular so steht. Und ich mache das so ziemlich random. Ich habe auch ein paar ältere Sachen da. Nee, diesmal ist es sogar ziemlich aktuell. Und manchmal nehme ich auch ältere Sachen mit rein. Es ist sehr viel mittlerweile. Es ist so viel. Und es steht auch manchmal 10-fach, 20-fach das Gleiche drin. Das ist ja natürlich auch kein Problem. Aber wenn ich was mache und es ist nicht genau das, was ihr, also es ist nicht euers, es ist aber das, was ihr vorgeschlagen habt, dann bitte nicht böse sein. Ich muss mich dann für eins entscheiden. Und dieses ganze Formular zu durchsuchen, ich kann nicht, jeder schreibt das ja irgendwie anders. Und ich kann das nicht alles durchsuchen und dann sämtliche Namen dazu schreiben, die das halt auch vorgeschlagen haben. Deswegen habt da bitte Verständnis für und ansonsten, wie gesagt, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ich bin echt gespannt. Wahrscheinlich ist jetzt zu diesem Zeitpunkt wieder ein Update raus. Ich weiß es nicht. Wenn, dann werden wir es aber auf jeden Fall spielen. So, dann Dankeschön. Bye, bye.